Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Conan. Wir haben heute vor, direkt zu Beginn erstmal noch zwei Reisen abzuschließen. Und zwar habe ich gesehen, wenn ich einmal hier mit der Spitzhacke so eine Rinde hole von den Bäumen, was mir schon gelungen ist, gibt es eine. Und die zweite Sache, die ich gesehen habe, ist, wenn ich ein Schild baue und ausrüste und damit einen Gegner zum Straucheln bringe. Und das möchte ich gleich mal ausprobieren mit einem von diesen Kakadus, die hier oben rumliegen, rumrennen. Oder Papagei, Strauß, Vögeln, wie auch immer man die nennen möchte. So, dann laufen wir da mal ganz schnell hin. Gucken wir mal, ob wir hier auf die Schnelle einen finden. Und immer schön nach Eisen Ausschau halten, weil das ist das, was wir im Moment wirklich brauchen. Da sind sie. So, hier haben wir das Schild. Pack das mal jetzt erstmal hier auf die 2. Keine Ahnung, wie das geht. Ah, okay. Hau jetzt einfach so lange da drauf, bis er in Straucheln gekommen ist. Keine Ahnung, wie das geht. Okay, gut. Also die sind wirklich nicht sehr herausfordernd, die guten Tierchen. Aber die Leichen. Ist da vielleicht ein Trick? Steht das irgendwo bei, wie man das machen kann? Vielleicht in der Reisebeschreibung selbst. Gucken wir mal. Das war, glaube ich, hier. Einen Angriff blocken. Dass die Leute, denen keine ordentliche Kampfausbildung genossen haben, unabhängig von einer bisherigen Erfahrung, erkennst du deutliche Fehler in ihrer Technik. Sie schlagen zu stark und zu häufig zu. Mit einem Schild könntest du sie wahrscheinlich lang genug betäuben, um selbst einige vernichtende Treffer zu landen. Rüste ein Schild aus und bringe damit einen Feind im Kampf zum Straucheln, indem du seinen Angriff blockst. Schilde sind natürlich nützlich, büßen aber rasch an Haltbarkeit ein und können im Kampf zerstört werden. Okay, das heißt, ich muss das Ding. Ah, alles klar. So. Steuerung ist die Taste, die ich gerade gefunden habe, für die Leute, die das wissen möchten. Und für alle anderen. Vielen Dank fürs Auslachen. So, das hat schon mal geklappt. Finde das schön, dass ich mit dem Kirschnermesser den so lange an den Beinen rumhacke, bis gar nichts mehr geht. Und jetzt beenden wir das Ganze. Zack. Okay, so, dann schauen wir mal. Warum müsst ihr immer wegfliegen? Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist. Gut, aber das hat schon mal geklappt. So, das andere ist irgendwelche Sachen finden, Kugeln werfen und Köpfe abtrennen. Haben wir noch nicht. Altar wollen wir erst bauen, wenn wir unser wirkliches Zuhause gefunden haben. Gut, so, dann laufen wir jetzt nochmal schnell runter, gucken, ob das Eisenzeug nachgespawnt ist. Sollte das der Fall sein, baue ich das ab. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die nächste Erkundungstour. Ist wieder die Ausdauer leer. Nicht so aus, als wäre sie nachgespawnt. Noch mal hier vorne hin. Von hier. Ja, die wollte ich doch. Ne, sieht nicht so aus, als wäre das Eisenzeug wieder da. Juti. So, dann würde ich sagen, da wir uns jetzt hier befinden, gehen wir mal rüber auf diese Inselseite und gucken mal, was da so los ist. Da gibt es eine Menge Bäume, eine Menge Holz. Da gucken wir auf jeden Fall mal vorbei. So langsam komme ich wieder dahinter. Das Krokodiltierchen, das hat eine Respawn-Zeit von ein bisschen wie Instant aus. So, hier nicht so eine Schild, will ich wieder loswerden. So. Hallo du. Ist aber mutig, dass du mich hier angreifst. Fliegender Kadaver. Herrlich, was du für Saltos machst. Vielleicht ist das doch beabsichtigt. Bisschen cool aussehen tut's ja.
mal Level Up eigentlich gehabt, schon wieder zwischendrin. Ich kriege das immer gar nicht mit. 5 Punkte, jawohl. Vitalität. Kostet teuer Geld. Dann mal weiter. Eisen ist das. Ist das, was wir. Falsche, das hier ist das, was. Was doch auch. Und direkt weiter. Eisen ist das, was wir suchen. Immer. Da ist schon wieder dieses Baumtier von vorhin. Tja. Hier? Hier gibt es bestimmt. Es gibt auf jeden Fall schon wieder ein Krokodil. Das futtert irgendwas. Mal gucken. Oha. Das Krokodil möchte mich futtern. Und da ist Eisen und zwar eine ganze Menge. Komm, wir machen dich jetzt im Nahkampf. Schön. Oh. Eisen. Und hier gibt es viel. Ist noch ein Brocken? Sogar zwei? Oder sind das drei? Drei sogar. Vier. Sehr cool. Ich glaube, das ist mehr, als ich brauche. Ja, definitiv. Bin auch noch fertig. Coole Nummer. So, jetzt will ich noch gucken, was der da gefuttert hat. Ein Kadaver. Irgendwas mitmachen? Riesengroßer Blutfleck, aber mehr auch nicht. Nö. Und nur Krokodilfutter. Schön. Was mich noch interessieren würde, sind die Viecher da aggro. Upp, ich trinke. Schauen wir uns das mal an. Hallo, du. Oh, ja, sie sind aggro. Ich dachte, das Wasser wäre tief. Oh, vielleicht sind sie doch nicht aggro. Egal. So, dann kommen wir hier wieder an den Krokodilen vorbei. Heilen wir uns nochmal. Ne, ich will nach Hause. Ich will das Zeug hier reinschmeißen. In die Schmiede, dass wir da weiterkommen. Ausweichen ist ja schon mal gut. Jetzt brauche ich nur meine Ausdauer zurück. Ach ja, ich mache ja Blutungsschaden. Halt mal. Hier oben war doch auch irgendwo mein Kadaver. Leuchtete der nicht die Tage hier noch? Ne, hier vorne weiter war es. Irgendwo hier. Hier? Da? Hier runtergejumpt? Okay, dann bist du wohl despawned. Jo. Scheint so. Kannst ja nicht ewig darum liegen, ne? Vielleicht ist das Krokodil dich auch gefressen. Wer weiß das schon. Ach guck, jetzt ist das Eisen hier zu Hause auch wieder nachgespawnt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt. Weiß ich. Jetzt nicht. Nehmen wir auch noch mit. Schmeißen wir das in die Schmelze. Wir brauchen ja sicherlich auch gleich Eisen, um die entsprechenden Rüstungsteile bzw. Werkzeuge zu basteln, die wir haben wollen, nicht wahr? Überhaupt keine Erinnerung mehr, wie das alles funktionierte hier. Das ist nicht schlimm. Dann finden wir es halt wieder raus.
So, schmeißen wir das mal rein und das auch. Und los geht's. Ja, reicht. Kann in die Holzkiste das auch, das auch, das auch. Das und das. Kristalle auch. Jo, Haar, Samen. Leder packe ich jetzt mal hier rein. Das Fleisch packe ich hier hin. Könnte man eigentlich auch mal wieder ein bisschen kochen. Was passiert eigentlich mit der Rinde? Kann man die zum Kochen benutzen? Ja, kann man. Cool. Machen wir das. Futtern wir mal das Zeug. Das hier. Den Tarplatz wieder klar. Gleich wahrscheinlich. Achtung. Okay. Gut, also 30 Eisenbarren, das ist das, worauf wir warten. Nochmal kurz checken, ob das auch wirklich alles ist, was wir brauchen. Eisenbarrenziegel, jawohl, das sieht gut aus. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das. Rüstung haben wir. Ich würde sagen, da sind wir schon aufbruchbereit. Jetzt ist nur die Frage, wo stellen wir die Werkbank hin? Ich glaube, das Ding hier kann ich mal wieder abreißen, weil das brauche ich nicht. Zurück ins Inventar. Cool. Zweite Kiste will ich noch gebaut haben. 100 Holz, 12 Zwiebeln. Aber noch Zwiebeln. Was haben wir hier drin? Nicht genug. Mal gerade ein bisschen Holz sammeln. So, dann bauen wir jetzt noch die zweite Kiste. Laufen in der Zeit wieder zurück. Was ich mir überlegt habe, ist, dass ich von den 30 Minuten Folgen jetzt mal runtergehen möchte auf 15 bis 20 Minuten Folgen. Mich würde es interessieren, was ihr davon haltet. Ob das für euch in Ordnung ist, ob ihr das besser findet oder schlechter, schreibt das bitte doch einfach mal in die Kommentare rein. So, dann stellen wir hier die zweite Kiste auf, schmeißen wir die Werkbank da rein. Das Zeug, was in die erste nicht mehr reingepasst hat. Das gehörte nicht dazu. Na, laufen noch. Da haben wir auch alles drin. Nehmen. Hey, wieso war denn die andere Kiste eben voll? Keine Ahnung. Irgendwas, ach, den Zwirn hatte ich rausgenommen, ne? Perfekt, dann bauen wir jetzt noch ein bisschen Zwirn. Zack. Dann haben wir das. Okay, so, dann gucken wir uns mal die Map an. Jetzt wäre die große Frage. Ah, okay, das ist ja ein bisschen blöd gemacht. Das ist echt blöd gemacht. Weiter rausscrollen kann ich wahrscheinlich nicht. Nein. Warum geht denn das nicht mit da oben? Okay. Gut. Und dann machen wir es anders. Und zwar wollte ich mal fragen, was ihr sagt, wo ich die Main Base nachher hinbauen soll. Hier in die Mitte wäre mir eigentlich am liebsten, aber ich denke, dass hier die große Action der Karte spielen wird. Also ich würde schon gerne irgendwo in den zentralen Bereich rein. Jetzt gucken wir mal. HJ, das wären jetzt hier so die Bereiche, die ich sperren würde. Genau, also entweder Sektor F, das wäre hier links, oder in den Sektor K, das wäre hier vorne. In welchen dieser Bereiche soll ich die Base reinbauen? Das wird irgendwo hier im Grenzbereich 9 oder 10. Die Frage wäre also jetzt, soll ich meine Base in K oder in F bauen? Wäre cool, wenn ihr das mal in die Kommentare schreiben würdet. Ansonsten beende ich die Folge für heute. Morgen geht es dann weiter mit den Metallwerkzeugen hoffentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles, alles Gute und bis morgen. Tschüss.